Hallo und willkommen zurück zu WWE 2K16 Showcase Mode Austin 316. Zu dem Match Stunning Steve Austin vs. Ricky the Dragon Steamboat bei Bash at the Beach 1994 für die WCW United States Championship. Zwei der besten Techniker stellen ihr Talent beim Kampf um den US Title zu Schau. Ja, Bash at the Beach. 17. Juli 1994, Orlando, Florida. Stunning Steve Austin. Was ist Ricky the Dragon Steamboat? Das hätte ich jetzt auch hier, eigentlich hier sagen können. Gut. Der geht nach Hause als US Champion. Kann Ricky Steamboat Stunning Steve Austin überwinden? Ein Kampf läuft bei Bash at the Beach. Ja. Mit nicht bei den Matches, wo wir in 2K15 diese Texte hatten, was in der Zwischenzeit passiert ist oder uns über die Story eines Matches aufklärt, haben wir jetzt nur noch mal diese kurzen Überschrift-Sachen, Texte. Und wann und wo das Match stattfindet. Ist halt ein bisschen kurz und knapp gehalten. Also gehen wir direkt zu dem Match. Danke. Das ist die Update-Version. Ich spiele immer noch auf der Version 1.00. Das wird sich auch für diese Aufnahmesession nicht ändern. Aber ne, man hat ja gesehen, das Update wurde installiert. Ich liebe die WCW-Theme, also diese Theme von Ricky the Dragon Steamboat, und ich liebe diesen Einzug von ihm, mit, in dem er, wo er Feuer spuckt. Gefällt mir sehr. Aber gut, jetzt kommt der Champion. WCW United States Champion. Ja, Austin noch mit Haaren. Stunning Steve Austin, United States Heavyweight Champion. He knows Ricky Steamboat quite well. He was the World Television Champion, was Austin, for 18 months. And that title reign was ended by Ricky the Dragon Steamboat. So Steamboat and Austin, no strangers at all. Ja, und jetzt treffen sie nochmal aufeinander. Diesmal für einen höheren Titel, den United States Titel. Und ich muss sagen, das Match habe ich gesehen. Das ist, wie gesagt, ich gucke ja schon seit Jahren mir alle Pay-Per-Views und seit der Attitude Era dann auch Raws und Smackdowns und so. Habe ich mir angeschaut. Und ich muss sagen, das Match war ziemlich gut. Also, WCW hat viele Matches, die ich extrem gut fand, worüber aber niemand so wirklich reden möchte. Was recht schade ist. Also, nicht jeder so oft darüber redet. Zum Beispiel ist halt dieses Match, halt kaum jemand redet darüber. Von daher, ne? Nicht so bekannt als dieser Klassiker, aber es ist ein extrem gutes Match. Da jetzt müssen wir aus dem Steamboat von Ricky the Dragon Steamboat rauskommen. Ich schlag ihn mal. Denn das ist sein Signature. Ja, die Sub-System. Das wird interessant. Ach Gott sei Dank. Steve Austin making his statement as we speak.
Gut, Pin ist inbound, das kriege ich hin. Ich soll dich pinnen. Okay, ich muss mich noch an halt das ganze neue Spiel gewöhnen. Ah, okay. Zu früh. Wie gesagt, das Timing ist halt komplett anders. Es ist noch nicht so nett wie in den späteren Spielen. Ja, ich weiß. Stört gerade nur massiv. So. Da ist mal gepinnt. Aber Steamboat kommt immer wieder raus. Wo hat bitte schon JR diese wo haben JR und King diesen Commentary aufgenommen? Die Qualität ist ja unter aller Sau. Selbst ich klinge in den Videos besser. Verdammt nochmal, das war echt schlecht. Au! Ab gegen meinen Tisch gehauen. War nicht gut. So. 619. Oh. Natürlich. Hallo! Austin taunting the veteran. I don't think Austin's going to get in Steamboat's head. Steamboat is too much of a veteran. He's been there before. Ooh. And look at this. Nochmal. Ooh. Stun gun. Steamboat used the stun gun. Austin's move on Austin. Befördere Steamboat per Irish Whip in die Ecke. Das mache ich gerne. You know, Steamboat's best bet is to keep Austin grounded. Keep him on that mat. So. So. Oh, Tombstone! Tombstone! Nein, gekontert von Steamboat! Oh, schön gemacht. Oh nein. Steamboat redet bitte den Richter. Oh! Bier! Das war ein Bier, ne? Ich würde es als Bier durchgehen lassen. Oh, Crossbody! Oh! Mit den Füßen an den Seilen! Und Austin hat gewonnen. Ja. Schön, neues freigeschaltet. Das Gute ist bei den Bonus-Matches, ne? Nach dem Match brauche ich mir keine Sorgen machen, dass irgendwie eine Cutscene kommt oder so. Und ich nicht ins, versuche irgendwie die Zeit zu überbrücken, bis ich ins Menü kann. Aber gut. Das Match, wie gesagt, haben wir abgeschlossen. Jetzt, in der nächsten Folge, haben wir dann Stone Cold Steve Austin vs. Bret The Hitman Hart bei der Survivor Series 1996. Es geht um eine Titelchance, als sich zwei der Besten duellieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.